Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Everybody's Gone to the Rapture. Sag mal, stand das vorhin schon da? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, bei Frank war ja ziemlich kurz, also ein ziemlich kurzer Abschnitt, und ich würde sagen, wir gehen jetzt da nochmal hin, weil ich möchte wirklich sicher sein, dass ich alles durchforstet habe. Ach so. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da wieder hinkommen. Ich glaube, wir sind ja. Einmal ging es ja als erstes nach rechts und einmal nach links, und wir sind ja gleich nach links durchgelaufen. Und ich will sicher gehen, dass wir wirklich nichts vergessen haben, weil es ist einfach riesig, ne? Und ich glaube, irgendwo ist immer ein Gespräch, was vielleicht uns mehr erfahren lässt. Waren wir hier schon drinnen? Nein, waren wir nämlich auch nicht. Wir reden im Moment nicht mal miteinander, wenn ich ehrlich bin. Ich schlafe in einer der freien Hütten. Ansonsten sitzen wir schweigend da und dann geht er und tut so, als würde er nicht aus einem seiner kleinen Geheimverstecke trinken. Und ich tue so, als würde ich nichts merken. Und wenn wir ins Bett gehen, muss ich an mich halten, um nicht zu schreien. Ich weiß nicht, wieso wir noch zusammen sind. Oder doch, ich liebe ihn noch. Du erinnerst mich an Mary in deinem Alter. Hätten wir eine Tochter gehabt, wäre ich stolz, wenn sie so geworden wäre wie du. Das musst du nicht sagen. Rede mit Robert. Sag ihm, dass du weißt, dass er wieder trinkt. Ihr beide könnt das schaffen. Das weiß ich genau. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Ich will einfach nicht so ein Mensch sein, der nur bleibt, weil er Angst hat, wegzugehen. Ich weiß, man soll der Vergangenheit nicht nachhängen. Aber manchmal kommt man doch ins Grübeln, oder? Was, wenn der Unfall nie passiert wäre? Ich könnte jetzt wer weiß wo sein, anstatt hier festzusitzen und den verdammten Peter Pan zu proben und zum x-ten Mal den Trockner zu reparieren. Oh, Frank, du bist ein Engel. Sei nicht alt. Du bist noch jung, Lizzie. Du hast noch jede Menge Zeit zu sein, wer immer du sein willst. Aber nimm nicht immer dein krankes Bein oder deinen Mann als Ausrede. Ich weiß nicht, ob das Blut ist oder Dreck. Das kann jetzt sich eigentlich jeder aussuchen, wie er möchte. Mir leid, ich bin so aufgeregt, ich muss hier nochmal überall lang gehen. Aber ich verspreche euch, wir gehen nochmal hinten zur Mühle oder so. Seht ihr hier den Qualm? Auch überall Blut. Ein Telefon. Gibt's doch nicht. Dies ist eine Meldung des Haverton Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern.
Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadkinderführer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Hier ist schon wieder so einer. Wenn Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte anziehen. Hier ist irgendwo ein Telefon. Komm schon. Doch, wir laufen richtig. Ohne Witz, die Telefonzelle. Ja, es ist wirklich die Telefonzelle. Ich habe schon wieder mit so einem ganz kleinen Telefon gerechnet, was irgendwo hier auf dem Boden liegt, aber sowas gefällt mir. Hi, hier sind Kay Collins und Stephen Appleton. Sprechen Sie jetzt. Stephen, ich bin's. Ich fahre jetzt los. Ich habe gewartet, solange es ging. Falls du schon dort bist, ich fahre jetzt zum Bahnhof, aber ich werde von hier verschwinden, auch wenn du nicht dort bist. Aber ich liebe dich. Bitte sei da. Ich liebe dich. So, haben Sie es vorgefunden? Ja. Ich sehe morgens immer gleich als erstes nach, ob er seine Pillen genommen hat. Mr. Coles ist nicht sehr gesund, Elizabeth. Es ist gut möglich, dass er ziellos herumläuft, falls sein Zustand sich verschlimmert hat. Der Verstand ist sehr zerbrechlich. Es sieht ihm einfach nicht ähnlich, finde ich, Doktor. Er versäumt das Vormittagsbingo nie. Er hat nicht geraucht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein seltsames... Sieht aus wie Asche. Also, das ist komisch. Reese hat gestern hier sauber gemacht. Der kann was erleben. Sieht nicht aus wie Zigarettenasche. Seltsam. Dr. Wade, gerade kam ein Anruf. Man braucht uns im Dorf. Offenbar ist Mrs. Boughton verschwunden. Es sind sehr, sehr viele Menschen verschwunden. Die Musik hört auch gar nicht mehr auf. Ich darf nämlich auch nicht reden, wenn hier Musik läuft. Ich glaube, es ging schnell. Ich weiß, das macht's nicht leichter. Gehen Sie bitte. Wir konnten nichts tun. Tut mir leid. Es tut mir so leid, Kleiner. Sie haben das Baby geweckt. Lassen Sie mich allein. Rachel, tut mir leid. Was tut ihm denn leid? Kann man nicht rein?
Polizei. Gerade kam im Radio, dass sie die Straßen sperren. Irgendwas wegen der Grippe. Niemand hier hat die Grippe, Sean. Hier grassiert keine Grippe. Mrs. Graves hat gesagt, dass noch eine Familie abgereist ist. Die sind wohl letzte Nacht verschwunden. Aber ihr Wagen und ihre Sachen sind noch hier. Lucindai, in 2 Tagen hauen 15 Leute einfach ab. Das gefällt mir nicht. Wo ist das Baby? Im Wohnwagen und schläft. Sean, ich will nicht hier herumsitzen und einfach abwarten. Wenn wir jetzt losfahren, kommen wir noch aus dem Tal raus, bevor sie die Straßen dicht machen. Glaubst du echt? Ja, wir können die Nebenstraßen nehmen, durch die Wälder. Ich lasse ein bisschen Geld für Mrs. Graves hier. Ihr Mann ist auch noch nicht wieder da. Er ist ein Säufer, oder? Habe ich gehört. Ist doch auch ihr Problem. Sei nicht so fies, Sean. Los, komm, wir holen Dylan. Ich möchte so viel erzählen, ja, aber jetzt wurde so viel Musik wieder eingespielt und das Spiel ist einfach der Hammer. Mir ist völlig egal, dass er mit dir gevögelt hat. Mich hat nur geärgert, dass er mich behandelt hat, als wäre ich zu dumm, es zu merken. Ich träume mich durch den Lichtsturm und sehe das Muster auf seiner Haut, während er verbrennt. Ich wache auf und meine Augen sind voller flüssigem Licht. Ich werde die 5 verbleibenden Türme am selben Punkt im Himmel konzentrieren. Wenn es Kommunikationskanäle erschafft, sollte das die Bandbreite sprunghaft erhöhen. Also hatte Steven doch was mit Lizzie am Laufen, obwohl er Kate hatte. Das gesehen. Können wir hier irgendwie rein? Ja. Schon gut. Sieht aus wie Sonnenbrand, aber die Form ist seltsam. Tut es weh? Ich merke es gar nicht. Jetzt mach keinen Wirbel drum. Ich fasse es nicht, dass du Kate dort gelassen hast. Erzähl mir doch, was passiert ist. Sie hat bestimmt nicht mal gemerkt, dass ich weg bin. Ach. Es ist wirklich nichts. Du lügst. Lüg mich nicht an. Schön. Wir haben gestritten. Aber sie arbeitet eh die Nacht durch. Steven, hör mir zu. Gab es einen Unfall? Hast du dir so das Gesicht verbrannt? Es ist nichts. Thank you.
Ridley, wir müssen mal reden. Was? Komm her, du Dummkopf, und sei nicht so laut. Weißt du, wer ich bin? Ja, Sie arbeiten für McHolloway. Charlie Tate. Nenn mich Charlie. Worum geht's, Charlie? Rachel Baker. Was ist mit ihr? Oh, was soll das, Kleiner? Ich bin nicht von gestern. Hast du Lust auf eine Tracht Prügel? Sie ist 16. Sie ist kein Kind. Das sag mal ihrem Vater. Er macht dich kalt. Ich liebe sie aber. Liebe hört nicht einfach auf. Ich sag ja auch nicht, dass du aufhören sollst. Sei einfach nur vorsichtig. Rachel ist 16. Hatte Rachel jetzt... Ist Buddy nicht sogar schwanger? Sie war doch schwanger, oder nicht? Auf jeden Fall, das Spiel... Ich bin so begeistert von diesem Spiel. Wirklich. Wir sollen hier reingehen, wo wir vorhin schon drinne waren. Da vorne. Wir müssen nach vorne. Ich bin echt gespannt. Ich verstehe nicht, was er spricht. Schlaf, mein Baby. Schlaf ganz fest. Wolken und Sternenlicht überall. Wenn du aufwachst, bist du mein. Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schlaf, mein Baby, im schattigen Staub. Wolken und Sternenlicht, das bald gezählt. Sind unsere Stunden gezählt? Gehen wir. Sternenlicht, Schlaf und Liebe. Schläft er? Alles okay, Kleine? Ich bin okay. Gehen Sie schlafen, Charlie. Sie sehen erschöpft aus. Wow, dieses Spiel ist einfach Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich weiß es einfach nicht und es tut mir leid, dass es hier so viele Lieder gerade drin reingespielt werden, dass ich leider nichts sagen darf und kann. Aber ich bin auch echt sprachlos. Ja, ich bin auf jeden Fall sprachlos. Wow. Guckt es euch an. Es ist wunderschön, aber wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder von Everybody's Gone to the Rapture. It seems I'm in the same place before. Different time, same low, but a different world. You think I learned, but I stayed the same. The fairy tales in my head seem to never change.